Ja, hallo, liebe Geoleben und Eischer TV-Zuseher, hallo Geoleben und Eischer TV-Zuseher Blicker, es ist 6:30 Morgenstund, hat goldenen Mond oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, das ist offensichtlich meine Zeit. Ich bin jemand, der am Morgen gut aufstehen kann und da schon extrem kreativ und aktiv sein kann. Und auch am Abend, das sind so meine Zeiten. Ich bin jetzt kein reiner nur Morgenaufsteher oder nur am Abend kreativ, sondern irgendwie eigentlich beides. Und unterm Tag mache ich einfach auch mal gerne was für die Muße und was anderes. Was aber in meinem Leben zurzeit einfach leider nicht so ist, da darf ich einer Erwerbstätigkeit nachgehen, weil meine Brötchen eben auch verdient werden müssen. Ja, um was geht's denn heute? Heute ein Video, das extrem für dein gesundheitliches Wohlbefinden ist. Das sind sowieso fast alle Videos, aber in dem Video geht es jetzt um kein Mittel oder um sonst irgendwas, sondern es geht darum, etwas für dich zu tun, das du mit dir selber machen kannst, ohne dass du etwas anderes dazu brauchst, außer ein Glas Wasser. Ja, es ist einfach nur wichtig, in Bewegung und vor allem auch in Bewegung zu kommen und vor allem auch den Willen und die Lust auf Veränderung zu haben. Und ein klein bisschen zumindest. Und anschließend stelle ich dir eine morgendliche Lebensroutine vor, die extrem förderlich für deine Fitness, dein Wohlergehen im körperlichen und im seelischen Sinne sein kann. Ja, es hat etwas mit morgen zu tun. Es geht ganz einfach darum, den Morgen zu nutzen und richtig frisch und fit und gut gelaunt in den Tag zu starten. Keine Angst, das ist jetzt kein Happy Fun and Morgen Happiness, wo man einfach nur mal sagt, ha, tschakka, ich bin so gut drauf und das war's. Hier geht es darum, den Biorhythmus des Körpers zu nutzen, kleine, jedoch hochwirksame Korrekturen am Morgen vorzunehmen und einen extrem hohen Wert daraus ziehen zu können. Und das Gute daran ist, das kostet nichts, außer etwas Zeit, Geduld und Durchhaltevermögen. Dass sich jedoch, und das ist die gute Nachricht daran, im Laufe der Zeit oder relativ bald einfach umwandeln, transformieren wird und du immer mehr am Morgen, vor allem du machst mit, wohlgelaunt und eben einfach auch immer wieder, immer wesentlich leichter aufstehen kannst und dich immer besser und wohler fühlst und es irgendwann mal so zur Gewohnheit und zur Freude geworden ist, dass es für dich ganz normal ist und fast ein Muss wird, das Ganze. Ja, eines möchte ich aber dir vorweg auch noch mitteilen und es wird eine Menge Erfolgsdruck von dir nehmen. Du musst, wenn du mitmachst am Anfang, keinen Spaß haben und keine volle Freude empfinden. Vielleicht wirst du dich am anfänglich einfach, vielleicht wirst du schwer aus den Federn kommen und dir denken, wieso walk ich am frühen Morgen bei finsterer Nacht durch die Gegend, was ist denn los mit mir? Dein Geist und dein Körper ist vielleicht was anderes gewohnt und so wird eine Zeit lang, wird er eine Zeit lang brauchen, bis er einfach versteht, dass da was da, das was da passiert, zu seinem Guten ist. Und aber es wird sich ändern. Das ist gewiss, das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung ganz klar einfach sagen. Oder du weißt es aus deiner eigenen Erfahrung selbst. Ja, jetzt rede ich nicht mehr lang herum. Schauen wir uns einfach die morgendliche Praxis an. Ja, grundsätzlich ist es ja wichtig, eine Routine in das Neue, in dem Falle, in das Früh und bewusst in den Morgen zu starten, zu bringen. Das funktioniert vorwiegend mit Wiederholungen, das heißt immer wieder das Gleiche zu tun. Ja, viele Menschen, auch einschließlich meinerseits, immer wieder erwarten sich, dass die Anfangseuphorie ausreicht, um etwas zu verändern und durchzuziehen. Das genügt aber meistens einfach nicht. Eine Anfangseuphorie kann aus Angst oder aus Befürchtungen gesteuert werden, wie Hilfe, ich werde krank, wenn ich so weitermache oder ich bin schon krank, ich muss unbedingt sofort damit aufhören und mein Leben sofort umändern oder aus einer plötzlichen Überzeugung heraus, so wie ich möchte jetzt ein toller, durchtrainierter Körpertyp werden oder sofort, ich möchte jetzt total gesund werden. Die meisten hören da wieder auf, wenn sie merken, dass es gerade nicht mehr so voll lustig ist, wenn sich der Erfolg einfach nicht so schnell, intensiv und sofort
einstellt. Ja, das ist so wie verliebt zu sein, das werden wohl die meisten kennen. In der ersten Zeit ist alles möglich, da ist Durchhalten und Energie ohne Ende. Das ist eine reine Hormonsache und wird weniger mit der Zeit, das werden die meisten bestätigen. Wie viele Beziehungen gehen da einfach wieder auseinander und so ist es mit vielem, solange nur irgendwelche euphorischen Hormone im Spiel sind und nicht auch wirklich an der Beziehung oder eben am Ziel gearbeitet wird, ist es bald einmal zu wenig und dann ist es wieder vorbei. Das ist so wie mit einem 100-Meter-Läufer, der rennt 100 Meter volles Rohr und dann ist er total erledigt. Ja, so kann man keine langfristigen Ziele einfach nicht umsetzen. Wir müssen in die Praxis, ins Tun, in eine Routine kommen, damit sich das Rad einfach weiterdreht und es dann wie von selber geht. Ungeachtet dessen, ob ich heute Bock habe oder nicht. Ich weiß, dass es notwendig und wichtig ist, sollte die tägliche Devise werden und das wird es auch, auf das könnt ihr euch verlassen. Täglich früh und bewusst in den Tag zu starten und deshalb mache ich es fast wie von selbst. Doch wir reden nicht mehr lang herum, beziehungsweise ich, wir fangen einfach mal damit an. Wie starten wir also? Wie kannst du also starten? Was macht Sinn? Einfach mal durchgespielt. Morgens, 5 Uhr früh, der Wecker klingelt, raus aus den Federn. Nicht lange herumlamentieren, nicht nochmal auf den Wecker drücken und in 10 Minuten nochmal schlafen und nochmal und dann ist eine Stunde vergangen. Nein, sofort raus aus den Federn. Hier hilft einfach der freie und der reine Wille, auch wenn es, wie gesagt, nicht Spaß macht. Merke, umso öfter du das machst, umso mehr kommt die Freude in das Ganze hinein. Irgendwann wirst du dich auf das Frühaufstehen freuen, also nicht herumlamentieren, raus und wenn du noch so schlapp und erledigt bist, aus den Federn, Nummer 1. Nummer 2, das Zweite. Wenn du dann aufgestanden bist, machst du natürlich das zuerst, was dir dein Körper vorgibt, keine Frage. Dann trinkst du einen halben Liter Wasser. Sauberes, reines Wasser trinken, das mobilisiert dich, das mobilisiert deine Zellen und deinen Stoffwechsel. Hilft dir alles, was der Körper loswerden möchte, und um es ausscheiden zu können. Denn am Morgen hat der Körper ja seine Ausscheidungstätigkeit. Ein Glas Wasser, halben Liter circa, wie gesagt, hilft dir da ungemein. Wenn du Nahrungsergänzungen nimmst, dann würde ich jetzt OPC mit Wasser konsumieren. Ich mache es ja auch so. Okay, ja, der nächste Punkt, Nummer 3. Rein in Klamotten, in sportliche Klamotten, einfach hinein, ganz schnell und raus vors Haus. Es ist jetzt vielleicht circa 10 nach 5, raus vors Haus. Entweder leicht joggen oder wenn du das nicht magst oder kannst, walken, mit oder ohne Stecken. Das ist total wurscht. Auf jeden Fall flott gehen. Circa 20 Minuten. Das muss jetzt kein extrem langer Lauf werden, um das geht es nicht. Bei mir sind es circa 2,5 Kilometer. Da laufe ich wirklich sehr gemütlich. 20 Minuten. Warum ist das gut? Weil dein Körper in Gang kommt. Der Kreislauf wird angekurbelt. Du versorgst deinen Körper, deine Zellen mit sehr, sehr frischem Sauerstoff und der Stoffwechsel kommt einfach in Gang. Natürlich nur so, dass du dich nicht überanstrengst. Das macht keinen Sinn. 20 Minuten, wie gesagt, genügen da ganz leicht. Warum Sauerstoff so wichtig ist, das brauche ich jetzt explizit nicht ausführen, verlinke aber hier ein eigenes Video dazu. Ja, der Punkt Nummer 4. Ja, und wenn ich von draußen dann eben wieder reinkomme, wenn ich mit dem Walken, mit dem Laufen wieder fertig bin, dann genehme ich mir zuerst ein Glas mit Natron. Das mache ich so und mit Himalaya-Salz. Ja, das kannst du machen. Wenn du das nicht kennst, schau dir meine Videos dazu an. Also ein Glas Natron mit Himalaya-Salz. Der Körper wird mit notwendigen Basen versorgt. Also, und der Sauerstoff wird zusätzlich in den Zellen von Natron aktiviert und das Himalaya-Salz sorgt einfach auch für die nötigen Mineralien und gleicht den Elektrolythaushalt aus. Das ist super wichtig, das ist super gut. Das heißt, deine körpereigenen Leitungen, die ganzen Verbindungen, betriebsintern quasi, werden einfach
besser durchflutet, es leuchtet sozusagen das Licht besser, der Strom, den wir ja eben auch in unserem Körper haben, kann wesentlich besser fließen mit Elektrolyten und da ist Himalaya-Salz speziell super gut dazu. Da wird eben auch das Himalaya-Natron-Video hier oben oder da ganz einfach verlinkt. Der nächste Punkt, ich glaube Nummer 5, als nächstes einfach leichte Körperübungen machen. Ich mache da morgens die 5 Tibeter, ich weiß nicht, wer das kennt, das kann man ja mal googeln, oder macht einfach was anderes, ganz normale Körperübungen. Die 5 Tibeter zum Beispiel sind sehr einfach und hochwirksam, vielleicht komme ich noch dazu, dann mache ich da auch noch schnell ein kleines Video, was ich hier oder hier eben dazu verlinken werde. Die sind total einfach, die Übungen, aber hochwirksam. Ansonsten die 5 Tibeter einfach mal googeln. Ja, das ist super. So, die 5 Tibeter fertig. Wir sind beim 6. Punkt. Das war auch die letzte körperliche Übung. Etwa entweder, wie gesagt, die 5 Tibeter oder etwas anderes. Ein paar Minuten die 5 Tibeter, wenn man die durchmacht, die dauern vielleicht 10 Minuten, je nachdem, wie viele Wiederholungen man macht. Dann gibt es noch zur Erfrischung ein Glas. Bei mir ist das mit Lysin und L-Carnitin, das stärkt den Herzkreislauf, das mobilisiert die Muskeln und alles weitere zu L-Carnitin auch in dem Video. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Videos überhaupt verlinken kann. Ja, jetzt kommt der gemütliche Teil. Punkt Nummer, jetzt bin ich daneben, ich habe es nämlich nicht aufgeschrieben. Punkt Nummer 6 oder 7. Das nächste ist, wir nach dieser körperlichen Anstrengung duschen. Ja, zuerst warm und dann zumindest, so mache ich es, wenn wirklich sehr hart gesottene Typen unter euch sind, die können sich dann kalt duschen, Körper, den kompletten Körper kalt duschen. Ich mache die Beine und die Hände sowie den Nacken kalt abduschen und an das gewöhne ich mich einfach auch immer mehr und es wird immer ein bisschen mehr. Ja, das mobilisiert natürlich auch den Kreislauf, macht noch wacher und kalte Duschen sind wichtig für den Vitamin D, für die Vitamin D-Produktion. Also das ist auch so eine neue Information, die ich dir weitergeben kann. Duschen, kalt duschen mobilisiert die Vitamin D3-Produktion. So eben auch die Aussage, von dem habe ich es nämlich gehört, von dem Raimund von Helden, der ja auch dieses Buch über Vitamin D3 geschrieben hat. Ja, so, nun genug geduscht. Jetzt geht es noch ab in die Ruhe. Das ist nämlich auch ein wichtiger Teil dieser morgendlichen Routine. Ich sitze mich gerne in den Schneidersitz hin, also quasi ich meditiere, um einfach mich mental auf meinen Tag, entweder auf den Arbeitstag oder auf einen Wochenendtag vorzubereiten. Ich stelle mir jetzt einfach vor, was ich in meinem Arbeitstag an Sinn und Gewinnbringendes machen werde. Es ist wichtig, einen Sinn, ein Motiv zu haben. Das kann einfach auch sein, ich freue mich darauf, den Menschen, mit denen ich zu tun habe, meine nötige Unterstützung zukommen zu lassen oder was einfach auch absolut legitim ist, heute verdiene ich wieder das Geld, das mir meinen Lebensstandard ermöglicht und so weiter und so fort. Es ist wichtig, liebe Leute, dass man sich wirklich auf das einstellt, dass man sich einen Sinn gibt für das, was man macht. Viele Menschen stehen am Morgen auf, sie sind frustriert, es ist anstrengend und das geht sich und das macht sich so weiter und ich muss heute in die Arbeit und ich muss den Tag wieder herunterbiegen und so weiter und so fort. Wer kennt das nicht? Doch es wird immer wichtiger, seinem Leben Sinn zu geben, sich bewusst damit auseinanderzusetzen. Also wirklich darauf einstellen, was mache ich heute? Wozu gehe ich in die Arbeit? Was wird der Sinn dieser Arbeit sein? Es wird immer einen Sinn geben und wenn ich Fabriksarbeit mache, wie gesagt, dann ist es legitim auch zu sagen, aber auch für jeden anderen, ich verdiene heute wieder meine Brötchen, damit ich meinen Lebensstandard halbwegs leben kann. Okay, gut. Und als nächstes, wer will, kann sich einfach in der Zwischenzeit einen Tee herrichten. Ich empfehle in den ersten Stunden des Morgens zum Beispiel, so lange als möglich nichts zu essen, da der Körper ja und all seine Ausscheidungsorgane die nötige Ausscheidungsarbeit am Vormittag
erledigen. Da geht das für den Körper einfach am besten und da ist es natürlich auch von Vorteil, den Körper jetzt auch nicht zusätzlich noch mit etwas zu belasten. Und beim Tee setze ich mich dann wieder ruhig in den Schneidersitz und meditiere, und das ist der nächste Punkt. Ich meditiere einfach über den Sinn meines Lebens. Man muss auch nicht meditieren dazu sagen. Setz dich hin und denke einfach oder lass es einfach kommen und fließen. Was ist ein Sinn? Was ist der Sinn oder eine Vision in deinem Leben? Wozu lebst du überhaupt noch? Was möchtest? Was ist das, was du in deinem Leben noch auf die Beine bringen möchtest, über das große Ganze quasi darüber nachzudenken. Das ist quasi so der Überbau, ein Überbau, für den ich in meinem Leben habe. Das klingt sehr, sehr hochtrabend, das können auch ganz, ganz kleine Dinge sein, wie zum Beispiel bei mir, ich lebe das Leben, das mich frei und in meiner Berufung leben lässt und mich auch ganz pragmatisch, frei und unabhängig macht. Und da stelle ich mir einfach auch immer so ein schönes, großes Wohnmobil zum Beispiel vor, dass ich mit dem sehr viel frei einfach in der Gegend, in Österreich oder wo auch immer herumfahren kann und immer wieder meine nötige Inspiration mir holen kann. Also das sind pragmatische Dinge, das sind sehr hochtrabende Dinge, die stelle ich mir vor oder einfach auch davor, ich meditiere quasi darüber oder man denkt darüber nach. Das macht einfach, das ist so, jetzt ganz vielleicht ein bisschen blöd und banal ausgedrückt, das ist so, wie wenn man über einen möglichen Lottogewinn nachdenkt. Und die meisten werden das kennen, das bringt einen sofort in eine komplett andere Stimmung, auch wenn man in dem Falle weiß, es wird nicht sein. Aber wer hat das noch nie gemacht, darüber nachgedacht, was er mit einem Lottogewinn alles machen wird? Das bringt einen sofort in super Stimmung. Und wenn ich aber wirklich über realistische Dinge, Visionen nachdenke, die ich in meinem Leben noch umsetzen möchte, für die ich eigentlich da bin, ja bitte, wenn mich das nicht in eine Stimmung bringt, die wirklich einfach auch mich in den Tag hinein begleitet, dann weiß ich es ganz einfach nicht. Ja, fertig mit Laufen, mit Walken, mit Körperübung, mit Duschen, mit Visionen, Meditationen und Tee. Jetzt einfach Switch in den Alltag. Das ist das Nächste. Ich mache zuerst das, was mir am wenigsten Freude bereitet. Oder mach das, was dir am wenigsten Freude bereitet. Wir sind jetzt eben fertig mit diesen Übungen. Es ist ungefähr eine Stunde vergangen. Du hast noch etwas Zeit. Mach die Dinge, die dir am wenigsten Freude bereiten. Das ist bei mir sehr oft auf meinem Schreibtisch zu schauen und die ganzen Briefe und alles, was sich einfach hier so ansammelt, zu öffnen, hineinzuschauen. Das kann sein, meine Einkommensteuer vorzubereiten, die mich so überhaupt nie freut und die jetzt gerade wieder ansteht. Oder einfach sonstige Dinge. Mach das am Anfang, was am wenigsten lustig ist für dich. Nicht, wenn du irgendwie ins Büro kommst oder sonst irgendwas, sofort wieder die Mails abchecken oder sonst irgendwas. Mach das, was erledigt werden muss und du eigentlich auf die lange Bank schickst. Das ist unglaublich wichtig. Und wenn man solche Dinge erlebt hat, wer kennt das nicht auch, das gibt dann einem einfach auch noch einmal so einen richtigen Schub. Das macht noch mal was mit jemandem, wenn man das getan hat. Ja, okay, das waren jetzt die Tipps. Ich muss mich jetzt auf die Socken machen, merke ich gerade. Jetzt wird es ganz, ganz eng, dass ich meinen Zug noch erreiche. Es ist jetzt 6.48 Uhr. Ich fahre jetzt dann zu meinem Zug, mache mich schnell fertig. In dem Sinne, das ist die tägliche Morgenroutine. Ich wünsche euch, und es wäre cool, wenn ihr es umsetzen wollt, denn das macht wirklich was mit euch. Glaubt mir das, es ist wirklich jetzt 10 vor 7. Ich bin wirklich richtig gut drauf. Eine Zuseherin hat mal geschrieben, also wenn du quasi in der Früh zentriert bist, so wie du schon abgehst und wie du drauf bist, ja, ich bin extrem zentriert, aber ich bin auch schon voller Energie und voller Elan und Kreativität. In dem Sinne, alles, alles Liebe, ein Daumen hoch, freut uns natürlich, ein Abonnement macht Sinn. Schaut in die Infobox, schaut euch meine Empfehlungen an, denn es wäre cool, wenn ihr das, was ihr bestellen möchtet, über meinen Link bestellt, dann habe ich auch etwas davon.
nächsten Video sehen wir uns wieder. Alles Liebe, macht es gut, bleibt gesund oder werdet es. Und macht was aus euch. Alles, alles Liebe, bald, bis, ciao, euer Gio und eure Elscher. Tschüss, Servus, Baba.